Cuprum Metallicum. Kupfer. Was empfindest du als Ungerechtigkeit? Welcher Instanz in dir widersprichst du ständig? Und wovor hast du Angst, es permanent falsch zu machen? Im Kernkonflikt von Cuprum, da fühlt man sich sehr ausgeliefert. Aber an dieses tiefe innere Gefühl kommt man nicht so einfach dran. Ja, so, oh, ich fühle mich in der Mitte meines Herzens völlig ausgeliefert. Nö. Ja, stattdessen ist man völlig beschäftigt und vielleicht auch selbst davon angestrengt und genervt, dass überall sowas wie Verzweiflung, Ungerechtigkeit, Eifersucht, ja, also der Wächter um dieses Gefühl herum, also um das Ausgeliefertsein, ja, der ist sehr, sehr, sehr stark, ja, sodass man mit diesen anderen Gefühlen sehr beschäftigt sind, die ganz offensichtlich von außen auf einen einwirken, ja, da könnte man schon fast wieder auf die Idee ausgeliefert sein kommen, ja, aber aus diesen ganzen Gefühlen entsteht so etwas wie ein Krampf, eine Spannung, an die man sich gewöhnt, ja, das ist einfach permanent so. Tja, willkommen im Cuprum-Konflikt. Am bekanntesten ist Cuprum Metallicum in der Homöopathie wohl als Krampfmittel. Ja, Cuprum gleich Krampf, ja, das ist so eine schnelle Analogie, die man haben kann. Und wo finden wir überall Krämpfe? Das finden wir natürlich im Fieberkrampf bei Kindern, Koliken, Keuchhusten, Asthma, so ganz allgemeine Verkrampfung der Muskulatur, aus welchem Grund auch immer, und sogar auch Formen der Epilepsie, ja, wo wir eben diesen zentralen Krampf, diesen Spasmus finden. Ja. Ja, nun geht es hier in diesem Video ja nicht so sehr um diese körperlichen Dinge, wobei es natürlich immer Beziehungen gibt vom emotionalen Bereich zum körperlichen. Ja, das ist ja ein Kernthema von Hahnemann gewesen, dass er es eben eigentlich verbunden hat, ja, so physische und emotionale Konflikte. Ja, und hier legen wir den Schwerpunkt jetzt auf diese emotionalen, seelenhomöopathischen Konflikte, ja, ja, so die emotionale Verkrampfung. Die schauen wir uns jetzt an. Wie verkrampft man sich denn emotional? Das ist eine gute Frage, ja? Also, wie verkrampfst du dich emotional? Hast du eine Idee, die dir da kommt, ja? Das ist ein guter Einstieg, um die eigene Resonanz zu Cuprum aufzunehmen. Da, wo wir uns emotional empören, ja, und Ungerechtigkeit empfinden und so reinsteigern im Denken und Erzählen, da kommen wir Cuprum ganz gut auf die Schliche. Aber man kann auch einen anderen Eingang wählen, um mehr so diesen inneren Kern des Ausgeliefertseins zu fokussieren. Und da ist die Frage, wo in deinem Leben wünschst du dir, getragen zu werden oder viel besser noch getragen worden zu sein in einem bestimmten Thema? Und es hat nicht geklappt. Ja, und weil das schon klar ist, dass es nicht geklappt hat, liegt man eher in diesem Vorwurf und in diesem Kampf darum, also wenn ich da getragen worden wäre, dann wäre es jetzt anders, ja, und man versucht dann dieses getragen werden irgendwie zu installieren, aber man kann es eigentlich nicht freigeben, weil dieser Wächter, dieses, ah, es ist schief gegangen und ich kann das niemandem verzeihen und dann wäre alles anders gewesen, ja, der ist so stark, dass jede neue Möglichkeit eigentlich schon so im Vorfeld zerbröckelt. Ja? Und dafür sind nahe Beziehungen natürlich perfekt. Ja? Also eheliche, partnerschaftliche Beziehungen aller Art, ja? Aber eben auch die Beziehungen zu Eltern oder
wirklich wichtigen Bezugspersonen, privaten, ja, das, also private Beziehungen aller Art, könnte man sagen, ja, die dir wichtig sind. Da entfaltet sich so ein Cuprum-Konflikt sehr schnell und da kann man ihn eigentlich auch am besten greifen und verstehen lernen. Nehmen wir als Beispiel eine Beziehung, auf die du dich einlässt. Ja, ist völlig egal, ob das jetzt eine private, eine geschäftliche oder wie auch immer Beziehung ist. Also eine, die dir gerade wichtig ist, wo du das Gefühl hast, ach, jetzt will ich was anders machen. Jetzt soll es aber schön und leicht und gut werden. Ja? Und anstatt dich so fallen zu lassen, ja, und auch diesen inneren Kern, dieses innere Kind, was sich schon mal damals ausgeliefert gefühlt hat, ja, da so drin schaukeln zu lassen und zu vertrauen, verkrampfen sich deine Wächter. Ja, weil bevor es in diese Tiefe des Kontaktes kommen kann, ja, stehen die als Wächter da und prüfen alles und verheddern sich quasi in jedem kleinen Anzeichen, was es geben könnte, dass dieses Gefühl dieses Ausgeliefertseins nicht nochmal passiert. Ja, und das ist im Prinzip löblich von den Wächtern, ja, aber im Prinzip stehen die einfach davor und checken alles ab. Ja, sie checken alles ab und das sollen sie auch, aber sie lenken auch ab von der Tiefe und dem eigentlichen Vertrauen. Ja, also wenn man eigentlich einen Wächter oder mehrere in eine Beziehung schickt, dann ist man nicht so präsent. Richtig? Ja, also das Eigentliche, worum es eben geht, kommt ja noch gar nicht zum Vorschein. Ja? Und gerade in dieser Wächterebene entsteht aber dieser Krampf und vor allen Dingen dann, wenn dieses innere Ausgeliefertsein irgendwie berührt wird. Und das Irre ist, dass das berührt werden kann durch die eigenen Gedanken vor allen Dingen. Ja? Also dieses, da könnte es sein. Also das hat mit dem Außen manchmal gar nichts zu tun. Also man kann das innen drin quasi selber machen. Also das ist diese eigene Möglichkeit, ja, dass das Außen im Prinzip überhaupt gar keine Chance hat, sage ich jetzt mal so, sondern dass diese ganzen Reize, die von den Wächtern aufgenommen werden, in so einen Krampf führen, dass sich das Innere zurückzieht und es sich erledigt hat. Ja. Anfühlen tut es sich von innen, aber auf jeden Fall so, dass das Außen sich so verhalten hat, dass das einfach nicht gehen kann. Ja, also dieses Gefühl, was ich jetzt hier so beschreibe, dass das eine eigene Entscheidung des Inneren ist, die kann man nicht irgendwie als sinnvoll und heroisch und beschützend wahrnehmen. Fast eher im Gegenteil. Ja, das ist so das fiese, intelligente in diesem Cuprum-Konflikt. Schauen wir dafür nochmal tiefer in diesen Konflikt hinein, weil die Frage ist, wie kann denn so ein Cuprum-Metallicum-Konflikt überhaupt entstehen? Ja, und natürlich ist es durch das Gefühl des Ausgeliefertseins. Ich denke mal, jedes Schulkind kann mit diesem Begriff etwas in dem eigenen Kontext anfangen. Ja, und eine Erfahrung muss nicht immer gleich ein Konflikt werden. Ja, also ich beschäftige mich hier mit Konflikten, aber so Sätze mit immer und nie funktionieren nie. Ja, also es kann zu einem Konflikt kommen, aber es muss nicht. Ja, wenn es aber zu einem Konflikt kommt, ist hier das Gefühl des Ausgeliefertseins sehr zentral. Ja, und da können wir uns in der Kindheit ganz viele Dinge vorstellen, wo und wie man sich so ausgeliefert gefühlt haben könnte. Ja, also in leichteren Dingen und auch in sehr dramatisch schwierigen Dingen kann man an dieses Gefühl herankommen. Das, was da aber passiert in diesem Moment, das ist so wichtig
zu verstehen, um sich die Anteile der eigenen Handlungsfähigkeit wiederzuholen. Ein kleines Kind ist alleine noch nicht lebensfähig. Ja? Es ist angewiesen auf die Hilfe seiner Eltern oder sonstigen Bezugspersonen. Ja? Das finden wir bei Menschen so wie auch in der Tierwelt. Ja? Das heißt, Teile, die irgendwann mal selbst die Verantwortung übernehmen von einem selbst, ja, die innere Versorgungsfähigkeit und die innere Führungskraft, sind in dieser abhängigen Phase ausgelagert in die Eltern. Ja, die haben automatisch diese Rolle und sie sind auch so die Wirklichkeit und die Wahrheit für das Kind. Ja, sie sind verantwortlich, sie sind Vorbilder. So. Und wenn jetzt Dinge passieren, wo im tiefsten Innern das Vorbild seinen Vorbildcharakter verliert, ja, weil es für einen selber gefährlich wird und man eine andere Strategie braucht, um sich zu beschützen und in irgendeiner Art und Weise ein anderes Verhalten an den Tag zu legen, um irgendwie weiterzukommen. Ja? Dann ist dieser Vorbildcharakter verloren und man hat dieses Ding, dass die eigene, da wo man vertraut hat, dass die eigene Führungskraft, und darauf beziehen wir uns jetzt mal, weil Kubrum eine Karte aus dem männlichen Ahnenfeld ist oder eben entsprechend von der eigenen Führungskraft, ja, da hat was nicht geklappt, ja. Also die eigene Führungskraft hat etwas anderes gemacht, ja, und das Verflixte ist, dass das eben passiert ist, in einer Zeit, wo man es noch nicht selber machen konnte und es eben anders gegangen ist. Ja, jetzt könnten wir so ein höheres Schicksal angucken, wo klar ist, tja, das ist deine Lehre, daraus musst du was machen, da drin ist dein Potenzial. Das ist auf einer bestimmten Ebene auch so. Ja, das nutzt einem aber erstmal in der eigenen Suppe herzlich wenig, wenn man es nicht schafft, diese eigenen Kontakte wiederherzustellen. Ja, weil um diesen Konflikt zu lösen, wiederholt er sich meistens in verschiedenen Dingen. Ja, nicht, weil man irgendwie zu dusselig ist, das zu lösen, sondern weil man an diese Energie von diesem Konflikt herankommen muss, um ihn erneut anders zu lösen. Ja, und dafür müssen wir vielleicht ein paar Instanzen mehr ins Boot holen. Und ich finde, verstehen schon mal eine ganz gute Basis. Ja, das ist dann immer noch eine schwierige Aufgabe. Ja. Und wenn wir so eine Erfahrung haben, egal wie die jetzt aussieht, ja, und dann an irgendeiner Stelle so ins Vertrauen in die Beziehung gehen, ja, und dieser innere kleine Kern, das innere verlorene Kind, das sich ausgeliefert fühlt, traut sich zu zeigen und berührt wird, ja, dann sind automatisch dann die Wächter auf dem Programm und checken alles ab. Das habe ich vorhin soweit erklärt. Ja. Und das, was aber passiert ist, dass der innere Vater, die innere eigene Führungskraft von einem selber an einem Moment, wo man in das Vertrauen gegangen ist, durch Gewohnheit nicht bei einem selber bleibt, sondern ausgelagert wird, weil da hat man es erfahren. Man braucht diese Distanz des Ausgelagertseins, um sich eigentlich selber wieder herzuholen. Das, was passiert ist aber, dass es sich zunächst wiederholt, weil man es auslagert in den Partner, ja? In das, was irgendwie Führungskraft ist. Ja? Das kann auch in einem Konflikt im Job sein, zum Beispiel. Ja? Und es passiert quasi wieder, ja? Weil man es auslagert, weil man dieses Gefühl braucht, weil man diese Abhängigkeit noch mal begreifen will. Und an dieser Stelle gibt es diese Chance, die Dinge wieder zu sich zu holen. Ja, genau an des Messers Schneide des Gefühls, ja, weil es egal, was außen passiert. Ja, die eigene Führungskraft ist innen drin, ja, aber es ist so
verflixt, vertraut und gewohnt, es eben auszulagern. Ja, weil man da diese große Intensität gespürt hat, macht man es einfach wieder und wieder. Ja, und es ist so, wenn wir unsere innere Führungskraft abgeben, ja, also sagen wir, die Führungskraft ist wie so ein Auto, was du fährst, ja, und wenn du jemand anders ans Lenker lässt, hast du es nicht mehr in der Hand, was der oder die mit diesem Auto tut, ja, wo es hinfährt, was es macht, ja, und andere Menschen machen ihre eigenen Dinge, das ist das Verflixte, ja, andere Menschen denken nicht, ah, ich bin nur dafür da, mich in die Gefühle von dir rein zu zoomen, sie zu begreifen, zu verstehen und genau das zu machen, das geht auch gar nicht. Das ist auch gut so. Ja? Deine eigenen Wünsche musst du schon irgendwie alleine irgendwie zeigen. Ja? Und das ist, ja, das ist ein Geschenk, das ist eine Sicherheit. Und an dieser Stelle finden wir aber auch dieses Problem des Auslagerns der eigenen Führungskraft in andere Hände. Ja, die bewegen sich immer irgendwie anders. Die können wir nicht kontrollieren. Wir können aber netterweise, ja, gerade wenn es sich um alle möglichen Arten von Beziehungen handelt, damit in Kommunikation gehen. Ja, und der erste Schritt dafür ist natürlich, erstmal die Kommunikationswege in der eigenen Welt zu begreifen. Der Krampf im Cuprum-Konflikt entsteht, wenn das Außen sich selber bewegt und der Kontakt zum eigenen Inneren verloren geht. Ja, da ist dieser Krampf. Ja, aber die eigene Führungskraft verliebt sich jetzt zum Beispiel, also egal auf welcher Ebene, genau in Menschen, die beispielsweise untreue Idioten, sagen wir mal, ja, untreue Idioten aller Art irgendwie sind, ja, verliebt es sich, um die zu verstehen, weil man, also wenn es sich jetzt zum Beispiel um Eltern gehandelt hat, die liebt man ja auch, ja, da kannst du ja gar nichts machen als Kind, das ist so, ja, selbst wenn die wirklich völlig daneben sind und auf einer Ebene ihre vertrauensvolle Rolle als Eltern sogar verspielt haben, ja, ist es so, dass das Kind sie trotzdem liebt. Ja, und deswegen verliebt man sich eben in die, um das zu verstehen, um dieses Handeln zu verstehen. Ja. Jetzt geht es aber nicht um dieses Handeln von denen. Die haben irgendwelche Gründe, warum sie das machen. Ja. Es geht darum, dass du selber verstehst, warum du dich da in so etwas hinein begibst und verliebst und völlig voller Vertrauen deine eigene Führungskraft in dieses Auto legst. Ja, und dann fährt das Auto halt irgendwo hin, wo die anderen hinwollen. Ja, dann, ja, und dann kommt man in diese Gefühle von, oh, das geht aber nicht, das habe ich mir aber anders vorgestellt. Ja, ich will aber, ich will geliebt werden, aber ich will anders geliebt werden. Ja, natürlich wurde ich irgendwie geliebt, aber es sollte anders sein. Ja, das kann doch nicht richtig sein. Ja, und das ist so eine Kuh. Brummsche Verkrampfung, ja, ja, so eine Eifersucht, ein Beleidigtsein von, ah, alle anderen haben das, nur ich habe das nicht, wenn ich richtig geliebt worden wäre, dann. Ja, da ist dieser Punkt von einem selber zu finden in diesem Konflikt. Da verkrampft es sich. Ja, an einer bestimmten Stelle können wir das Leben nur beobachten und dann können wir eben Teile von uns wieder zu uns holen. Ja, völlig Brot trocken. Wir können niemals jemanden von außen dazu zwingen, uns genauso zu lieben, wie wir das die ganze Zeit permanent wollen. Ja, und das ist auch völlig richtig so, ja, weil wir wollen uns ja auch nicht komplett verändern müssen und ein anderer Mensch sein, damit sich jemand anders geliebt fühlt. Ja, wir wollen ja so geliebt werden, wie wir sind. Ja, das steht hier im Prinzip jedem zu. Ja. Deswegen haben wir an dieser Stelle nur die Möglichkeit, in den Kontakt zu gehen und im Prinzip ständig zu fragen, warum machst du das? Wie ist denn das? Wie ist denn das für dich? Ja, wie ist denn das für mich? Und kann man zueinander kommen oder nicht? Ja, manchmal trennen sich Wege eben auch. Ja, das ist im
Erwachsenensinne ja auch möglich, ja, und die Erfahrung aus der Kindheit, da war es nicht möglich, aber daher holt man eben Erfahrung und Energie. Ein anderer wichtiger letzter Punkt zu Cuprum ist dieses innere Gefühl, ständig irgendetwas falsch zu machen, ja, und das kann man irgendwie gar nicht leiden, ja, und da in diesem Gefühl oder vor diesem Gefühl verkrampft man sich eben in diesem Bereich drumherum und lenkt die Aufmerksamkeit vor allen Dingen darauf, was die anderen falsch machen. Ja, man kommt also an dieses innere Gefühl, dass man eigentlich selber Angst hat, was falsch zu machen, gar nicht dran, sondern ist damit beschäftigt, was die anderen falsch machen, und das führt irgendwie zu Streit und Stress und Krampf. Ja, das ist das gleiche Ding nochmal in einem anderen Thema, ja, dass man die eigene Führungskraft auslagert, aber in diesem Außen nicht handeln und nichts verändern kann. Ja. Du kannst nur zu dir kommen, von dir aus in den Kontakt gehen zu den anderen, und da ist es nicht so, dass wir irgendwie zu sagen haben, wie jemand sein soll, sondern man kann nur fragen, warum jemand anders ist, und dann kann man irgendwie entscheiden, mag man das oder mag man das. Wir finden im Cuprum-Konflikt auch noch das Thema, dass man die eigenen Gefühle unterdrückt. Da muss ich jetzt noch ein Wort zu sagen, weil es ist natürlich nicht so, dass man denkt, oh, boah, das sind meine Gefühle, oh, die sind richtig doll und schlimm, ja, und die nehme ich jetzt mal und die tue ich jetzt mal weg und die unterdrücke ich jetzt mal so, ne? Und sag so, boah, ja, nö, meine Gefühle, das geht dich nichts an. Das heißt, man wüsste um diese Gefühle, man kann sie selber berühren und entscheidet, dass man sie zum Beispiel an einem sicheren Ort tut und dann in Kommunikation geht, hat aber einen Kontakt zu diesen Gefühlen. Aber das ist bei Cuprum nicht der Fall. Ja? Das ist tatsächlich eher so eine Meinung und Vorwurf auch von außen, ne? Von, na, du unterdrückst ja deine eigenen Gefühle. Ja? Ja, das ist so, eigentlich ist die Frage, wie kommen wir denn an diese Gefühle eigentlich dran? Ja, sinnvoll und sicher. Ja, und auch eben im Kontakt mit anderen. Ja, also niemand unterdrückt seine Gefühle irgendwie aus Spaß. Ja, weil wenn wir mit unseren Gefühlen sind, haben wir einfach viel mehr Power und viel mehr Kraft. Ja, das ist so, oh, du hast ja keine Lust, dich mit deinen Gefühlen auseinanderzusetzen. Das ist, ja, wenn einem das von außen kommt und man die eigene Führungskraft ausgelagert hat, ja, dann ist das eine Aufgabe. Ja, ich lasse das jetzt mal so. Mit Cuprum mit hallischen Grüßen. Verlasse die Welt der Meinungen über dich selbst. Stelle das Getragenwerden vom Lebensstrom nicht länger in Frage, sondern nutze deine Eigenmacht, um dich zu trauen, wahrhaft zu fühlen. Denn das Leben will gefühlt werden. Deine Verbindung wird gehalten.